Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hof Bergmann im Projekt. Ike ist Teilhaber. Rille fahren ist echt was Schönes, besonders wenn man sich das so einfach gemacht hat. Also toll, du kannst halt rumgucken und eine Taste außer Tastatur haben. Ich weiß, das geht mit Controller wahrscheinlich auch ganz gut. Also was heißt, ich weiß, ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Dieses Feld ist ein bisschen, sagen wir mal, doof. Das macht aber nichts. Im Moment sind wir noch in der Lage, dass wir ziemlich viel Gülle haben und ein bisschen verschwenderisch damit umgehen können. Also verschwenderisch nur in dem Sinne, dass man jetzt hier ein bisschen was doppelt düngen muss. Bleibt ja nicht anderes übrig. Da ist er hängen geblieben. Wir haben kurz gucken, wie wir das hier lösen. Rückwärts fahren. So, und der Drescher ist nämlich auch fertig. So, passt. Dann haben wir zwei Felder von vieren mit dem Klee schon mal mit Gülle vollgeballert. Und jetzt holen wir mal schnell noch ein bisschen Gulele nach. Das ist fertig. Machen wir gleich die 3, zum Schluss die 9. Oder je nachdem, in welcher Reihenfolge. Aber ich denke mal, so wird das ganz gut. Fast voll. Dann geht's jetzt auf zur 3. Oder ist die schon gedüngt? Nee, ist die nicht. Ah, schweres Fass, muss so erstmal bremsen, wenn das so den Berg runterkommt. So, dann können wir hier nämlich jetzt wieder ausklappen. Wir machen ein Vorgewende, das müsste reichen. Jetzt habe ich was im Auge. Ah, ja. Nein, er macht Textur. Alles klar. Uns nämlich hier hinten jetzt eine gerade Kante, weil die ist relativ gerade, und dann können wir daran nämlich das GPS einstellen. Hier kann man jetzt wunderschön aufs Grasland fahren. So. Naja, du musst ein bisschen weiter raus. Fahren den mal auf diese Position. Und los geht's. So ein Bergfass wäre noch toll. Gibt ja diese Fässer, die so parallel oder was ist das, vertikal, so unheimlich weit sprühen. Das wäre noch was, was ich cool finden würde für die Bürenrot, weil das ist natürlich dann da schon mit so einem großen Güllefass kommst du ja kaum den Berg hoch.
Also dann vielleicht mit 400 PS Schlepper. Weiß es nicht, aber irgendwo ist die PS-Zahl bei 400 bei mir dann auch vorbei. Muss ja jetzt nicht mit dem 1050 so ein Fass hochziehen. Obwohl man ja unten im Tal schon wieder Ländereien hat, die so großen Trecker gutheißen, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das mit der richtigen Maschinenauswahl, das muss halt auch stimmig sein. Das ist halt schwierig für die Unruhe. Aber vielleicht dieses Fliegelfass. Man weiß es nicht. Oder der eine oder andere weiß natürlich, hat sowas, dass es irgendwo ein Berggüllefass gibt. Ich weiß, dass es bei Pomp and Hoses. Dafür ist es ja auch gedacht, ne? Dass du da mit der Verschlauchung die Berge und die Täler runterballern kannst. Nur. Ich weiß nicht. Auch wieder so aufwendiger Kram. Weil die Steigung, die geht ja hier noch. Die zieht er ja so weg. Parallel muss ich mich auch noch um den Drescher kümmern. Das darf ich nicht vergessen. Und so schlimm ist Güllefahren ja eigentlich nicht. Man muss ja alles das, was man in die Tiere steckt, aus dem Geernteten wieder rausholen, damit man es wieder in die Tiere stecken kann. So ein Satz ist das. Glaube ich. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Zack. Ich habe gar nicht geguckt, das machen wir aber gleich. Was das Ding für eine... eine Leistung benötigt. Güllefass, da ist er. Der braucht 225 PS, naja, das ist. Wenn wir 300 PS vor, das passt. Könnte aufgehen mit einer Fassfüllung hier. Na, ich glaube nicht. Gucken, wie viel Prozent eine Bahn sind. 14 haben wir gestartet. Bei 7 wäre die Hälfte. Na, siehst du, da müssen wir noch was holen. Da müssen wir noch was holen. Das macht aber nichts. Schöne ist, dass wenn du die Felder, wo du Gülle fährst, relativ nah beieinander hast, dann kriegt man das auch alles super schnell hin. Also ein bisschen Effektivität spielt natürlich bei der Landwirtschaft auch eine Rolle, ne? Das darf man nie vergessen. Effekt. So, wo ist denn jetzt mein kleiner Drescher? Den bringen wir jetzt erstmal nach Hause. Wir können auch den Kurs löschen. Ich glaube, ein anderes Feld war auch nicht erntereif, ne? Ich gucke. Ne, alles an Wachstum. Gut, dann kann der wieder weg. Dann hätten wir damit nämlich auch schon wieder Arbeit erfüllt und verdienen Geld.
Boah, Straßenfahrt. Rundum Gebimmel angemacht. Was ich jetzt noch nicht weiß, ist, ob hier irgendwo ein Kärcher steht. Wir lassen ihn jetzt erstmal gehen. Der ist wieder voll, das ist cool. Dann müssen wir uns erstmal um den kümmern hier. Compañeros. Habe ich schon wieder einen doofen Ohrwurm. Das ist... So, dann bringen wir mal die letzte Sorghumhirse von dem Feld 15 rauf auf die Mühle. Da fahren wir ja Gott sei Dank direkt drauf zu. Wie cool ist das denn? Und dann können wir noch die Anhänger wieder in richtiger Position verteilen. Ich glaube, den roten, den hatten wir vom Hof, und den mit dem grünen Dach, den haben wir vom Nebenhof. Ich glaube, so ist richtig. So, dann fahren wir. Ups. Na. Ach man, hat keiner gesehen. Da habe ich schon drüber nachgedacht, wann für mich dieses Projekt beendet ist. Da habe ich noch keine Lösung, aber ich werde drüber nachdenken. Hat wahrscheinlich wie immer was mit den Grundstücken zu tun. Ja, hier haben wir jetzt noch die letzten Ballen reingeschmissen. Wir können eigentlich nochmal so ein paar Strohballen holen. Die Frage ist, wie dieser Vektor eigentlich fährt. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wir lassen den jetzt erstmal im Stehen. Wie viel Mist ist hier drin? 65.000. Oh, eieieiei. Aber den Mist kannst du nicht laden. Das musst du alles mit dem Dings machen. Egal. Das ist so toll. Hier kümmern wir uns weiter ums Güllefahren. Beziehungsweise wir bringen den Trecker auf jeden Fall schon mal ins Feld und dann holen wir uns den Kleinen ab. Ja, so wenig ist es ja nicht. Ich habe gedacht, das bleibt jetzt ein ganz schmaler Streifen dort, der rechten Seite. Aber, ne, geht noch. Ich denke, das geht noch. Warum ich jetzt gerade über das Ende des Projektes geredet habe, hat einen folgenden Grund. Mir fällt einfach extrem auf, dass die Wiedergabezeiten und die Aufrufzahlen von der Bergmann massiv im Keller sind.
Also wir kommen nicht mal über 40 Aufrufe. Und das ist jetzt nicht so, wo ich sage, toll. Aber ihr kennt mich. Wird das Projekt natürlich beendet. Dann bin ich daneben gefahren, weil ich wieder dummes Zeug gequatscht habe. Soll jetzt nicht heißen, dass ich keinen Bock drauf habe. Nein. Aber so ein bisschen Aufrufe generieren möchte ich dann auch irgendwann mal. Und ich denke mal, da habe ich jetzt wirklich noch nie von gesprochen. In der ganzen Zeit. Und das habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht. Und so ein Ding ist das jetzt. Aber, wer weiß, wenn ich jetzt ein anderes Projekt anfange, wie die White Farm, was mir unfassbar viel Spaß macht, da ist da genauso wenig auf. Wisst ihr, jetzt fängt er schon wieder an mit Mimimi. Soll aber überhaupt nicht so sein, um Gottes Willen. So, wir fahren dann mal über die sagenumwobene Brücke. Baulärm auf ewig. So ein Ding ist das hier. So. Alles seiner Ordnung nach. Gott, was war das denn jetzt? Auf der linken Seite sehen Sie den Friedhof und die Kirche, auf der rechten Seite sehen Sie den Einsiedlerhof. In 100 Metern biegen Sie links ab in Richtung Hof Bergmann. Die Funzeln ausmachen, weiß ich, wer Licht angemacht hat. Ich wartet nicht. So, dann haben wir das letzte Kleefeld noch vor uns. Dann können wir uns danach dann um die 15 kümmern, dass wir die düngen. Und vielleicht flügen und grubbern. Mal gucken. Vielleicht auch nur grubbern. Fahren jetzt erstmal schön in die Kurve rein hier. Ich glaube, der Grüne wartet. Warte mal, wir machen mal hier so. Zap, zap. Dann Alt N. Da siehst du, der Schwader ist jetzt nämlich auch weg. Der Schwader wohnt da. Kann ich mir das merken? Hier der Schwader. Die Ballenpresse ist richtig gewesen. Ich glaube, die Walze auch. Ich bin mir aber nicht sicher. Kuppel dich an. Wir werden dann noch ein bisschen Silage fahren, weil Heu ist genug da. Stroh haben wir auch, glaube ich, mehr als genug. Und der stand doch immer hier, ne? Fahne drauf. Beiseite gestellt. Und hier gucken wir mal eben kurz. Das ist doch auch. Ja, Strohballen. Da sind 54 Stück drin. Bei Strohballen. Ja, gut, Strom müssen wir trotzdem produzieren. Für die Rindermast. Die brauchen nämlich echt viel oder hat viel. So, den stellen wir jetzt hier hin. Dann müssen wir den kleinen Trecker, den stellen wir jetzt, glaube ich, einfach neben den großen da. Weil damit sind wir dann erstmal durch.
Machen das alles mit dem Waldrad, das geht schon. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast und du willst wissen, wie es weitergeht, dann lass ein Abo da, das Ganze kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt Dinge mit Axel auf meinem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Euer Axel, tschüss, macht es gut. Bis dann und ciao.